Freitag und morgen ist der Tag, an dem es uns alle kurz einmal reißen wird, nur um dann im nächsten Moment draufzukommen, hey, wir leben ja eigentlich wirklich in einem sicheren Land. Morgen ist der Tag vom jährlichen Zivilschutzprobealarm. Sie wissen schon. Kein schönes Geräusch, sorgt aber für mehr Sicherheit. So, jetzt sind wir alle wach. Wenn wir morgen von 12 bis 13 Uhr die verschiedenen Warnsignale hören, dann geht es auch darum, damit wir sie im Ernstfall erkennen können. Guten Morgen, Ö3 Nachrichtenchef Sebastian Prokop. Einen schönen guten Morgen. Wenn es in Österreich einen richtigen Zivilschutzalarm gibt, also einen Ernstfall, keine Probe, dann sind auch die Ö3 Nachrichten im Großeinsatz. Weil die Ö3 Nachrichtenredaktion die einzige 24-Stunden-Radioredaktion Österreichs ist und wir diesen Alarm dann rund um die Uhr verlässlich an Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, weitergeben. Also wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit. So war es zum Beispiel diese Woche bei der Fliegerbombe in Innsbruck und so war es zum Beispiel auch im August einmal in Salzburg. Achtung, das ist jetzt keine aktuelle Warnung. Ö3 Einmeldung. Aus der Ö3 Nachrichtenredaktion Martina Großfortner. In St. Johann im Pongau ist im Ortsteil Rheinbach wegen der Unwetter Zivilschutzalarm ausgelöst worden. Alle Menschen sollen das Erdgeschoss verlassen und in den ersten Stock gehen, um sich in Sicherheit zu bringen. Wenn was passiert, sofort informiert auf Ö3.
Machen wir jetzt trotzdem noch mal kurz ein kleines Behind the Scenes von Ö3. Was passiert denn dann? Zum Beispiel, sagen wir jetzt mitten in der Nacht, nachdem die Erstmeldung auf Sendung war. Die Ö3 Nachrichtenredaktion ist ein Kontaktpunkt für die Behörden im Katastrophenfall. Da ruft uns dann also zum Beispiel die Bundeswarnzentrale an oder auch eine Landeswarnzentrale und gibt uns aktuelle Informationen durch. Aber Ö3 ist als rund um die Uhr Betrieb auch der Sternpunkt für die Alarmierung im ORF, damit dann eben zum Beispiel die anderen Radiosender, die ZIP oder auch ORF.at informiert sind. Alle Infos zum Ablauf und zu den Warnsignalen gibt es bei uns auf der Homepage. Danke, Sebastian. Danke auch. Ö3.